Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier zum toten Weltraum, dem Dead Space. Letzte Folge war ja ein bisschen unangenehm. Aber nochmal schauen. Wird bestimmt jetzt ganz anders. Wir haben wieder wenig Munition für unseren Plasma-Cutter. Das, macht mich schon sehr kaputt. Aber naja. Schwerelosigkeit deaktiviert. Bleib da! Folg mir nicht, Jerry! Freunde, ich bin ein bisschen angespannt. Wie immer, halt, erste Folge ist irgendwie so ein bisschen schwierig immer. Hey! Dude, Alter, ist das unangenehm, ne? Thank you.
What? Ich bin gerade maximal verwirrt. Oh. 35.000. Anzug Level 4. Isaac, digitiert zu Isaacson. Wir haben die Technik. Und die Technologie. Um die Technologie zu zensieren. Oh nice, Alter. Hätten so ins Winsten ein bisschen Stase geben können, weißt du? Wir haben noch zwei Knoten, wir bekommen noch einen dritten Knoten durch das Flammenwerfer-Upgrade. Ich behalte noch ein bisschen Geld. Ich würde sagen, wir können ein bisschen was einsetzen. Jo, Anzugstyle. Chinese Wurfschaden. Ich will eigentlich zu den TP, ne? Kostet uns 3 Knoten. Die Mundkappe muss halt hoch. Komm, und dann bewegen wir uns hier weiter. Schuss, Freunde. Ich sag doch, da war irgendwas mit 150 Schuss oder so. Logbuch eines Minenarbeiters. Eintrag 01. Der Unterdeckperimeter wurde gesichert. IEDs, Plasmacutter, Stolperdrähte, Überwachungsladung, 3 Verletzte und... Haben wir das nicht schon gelesen? Ja, doch, das haben wir schon gelesen. Ich erinnere mich dran. Hat er das nicht gespeichert? Jetzt wird's strange, Alter. Alles davor mit den Aliens und so völlig normal. Aber einfach ein Textlog, was ich schon gelesen habe. Strange. So, und auch wenn ich es immer hasse, wir kaufen ein bisschen Plasma-Cutter-Energie. Hallo, sind hier Aliens?
Alright. Ich weiß, das fuckt euch jetzt ein bisschen ab. Mich fuckt's auch mal ein bisschen ab. Und wenn ich was privat zocken würde, würde ich sowieso die ganze Zeit hin und her rennen. Aber in einem Let's Play ist das immer ein bisschen schwierig. Aber dennoch haben wir gerade einen Knoten bekommen und uns hat ja genau ein Knoten gefehlt für das TP-Update. Und da bin ich der Meinung, das sollten wir schon mitnehmen. Genauso können wir, glaube ich, gerade noch einen Goldleiter oder so verkaufen. Das Textlog nochmal mitnehmen. Muss ja nicht sein, dass wir unser Inventar vollgemüllt haben hier. Das kann man auch verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Flammenwerfer-Upgrade. Laserkanone. Gibt es noch ein Upgrade? Oder kann ich mir einen Knoten kaufen? Ich weiß nicht mehr, wie viele Anzüge es gab. Ganz fresh das Inventar. Alright, dann lass uns mal loslegen. Es wird Zeit, Aliens zu grillen. Alright. Administratorenzugang gewährt. Abschussrohre werden vorbereitet. Fehler. Abschussrohre blockiert. Was war das? Die Minenarbeiter müssen die Abschussrohre mit Sprengfallen versehen haben. Die sind hin. Na super. Wir können den Sender ja nicht einfach aus dem Fenster werfen. Ach, es muss doch. Der Asteroid, der im Abbausektor zum Schmelzen verwendet wird. Was ist damit? Wenn ich den SOS-Sender an dem Asteroiden anbringe und ihn dann vom Schiff weglenke, bekommen wir eine saubere Übertragung. Und nein. Du wärst tot. Die Maschinen laufen noch alle, Isaac. Das hat wahrscheinlich auch diese Dinger ferngehalten. Das ist unsere einzige Chance, Kendra. Ich werde es versuchen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Aber das, was wir da jetzt machen, das ist eine der lustigsten Sachen im Originalgame gewesen. Ich glaube, dabei bin ich ungefähr 1 Million Mal gestorben. Mindestens. Warte, ich hole kurz das Textlog. Da ist ein Asteroid, der bewegt sich. Und um den Asteroiden rum sind so Metall... So wie so...
Habt ihr das gesehen? Ey, das sieht geil aus hier, oder? Ja, da bewegen sich so Manschetten rum, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Wait. Blöder Ficker. Die sollen sich mal verpissen mit ihren scheiß Anzügen, Alter. Was? Mir springt doch hier gleich was an, oder? Unser Typ hat einen Pulsschlag, als wäre er Marathonläufer. Gerade einen Ventilator getreten. Führt beides in denselben Raum. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Wow. Das sieht viel anders aus als damals.
versuche gerade erstmal alles einzusammeln, was wir hier einsammeln können. Ich gehe fast davon aus, dass einer von den Rigs auch da ist. Ich meine, die Lösung damals war ja easy. Die Lösung war... Warte mal. Kann ich hier durchlaufen? Ich hoffe, dass das immer noch die Lösung ist, einfach. Ah, diesmal sind hier so zwei so eine Teile. Okay, Freunde. Okay. Zack. Das geht nicht. Schwerelosigkeit aktiviert. Hast du einen Plan? Nein. Der Asteroid wird von Gravitationsstrahlen gehalten. Es gibt keine Notabschaltung. Ich muss sie auf herkömmliche Weise deaktivieren und den SOS-Sender an der Oberfläche anbringen. Okay. Okay, aber wir haben ja jetzt gehört, zusammen den SOS-Sender an der Oberfläche platzieren. Aber wie? Damals hat man das angeguckt und dann hast du einen Knopf gedrückt und dann ist er von alleine dahin geflogen. Oh, hi. Hm.
externe Strahlen. Okay, was muss ich jetzt machen? Muss ich da rausfliegen? Kann ich da rausfliegen? Ungeschultes Personal muss den Abbausektor sofort verlassen. Komm schon! Digit hier! Und ich brauch bloß kurz Sauerstoff. Ich brauch bloß ganz schnell Sauerstoff. Bevor wir da jetzt was raufsetzen, würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns außen noch ein bisschen um, weil da gibt es 100 pro noch Sachen zu holen. Will nur kurz noch Stase holen, Freunde. Euch kann ich ja schon mal hier reinschalten. Dann könnt ihr lesen, was hier so neben mir steht. Und vielleicht irgendwas davon machen. Ja, aber ich will auf jeden Fall gucken, da draußen 100 pro ist da irgendwas noch zu holen. Ja, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar, wenn dir das Ganze gefallen hat. Wie immer, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und mit mir zusammen hier ein bisschen Dead Space gezockt hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.